Oh, guck mal, die Gebäude werden groß. Stufe 5, meine lieben Freunde. Stufe 5. Eine Welle des Fortschritts schwappt durch das Land. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Infraspace, dem Infrastruktur-Wirtschaftskolonieaufbauspiel. Meine lieben Freunde, ich habe einen lustigen Denkfehler gemacht. Und zwar habe ich meine zweite Stadt, die ich hier aus dem Boden gestampft habe, ganz wahnsinnig vorbildlich aus dem Boden gestampft. Ja, habe alles schön entwickelt, habe für die Ressourcenversorgung gesorgt, habe sogar die Nahrungsfabrik am Start. Aber ich habe eine ganz essentielle Sache vergessen. Wir haben im Grunde etwas gemacht, was in China schon seit längerer Zeit gang und gäbe ist. Wir haben eine Geisterstadt aus dem Boden gestampft. In dieser Stadt wohnt kein einziger Mensch. Die Häuser sind nämlich alle leer. Guckt euch das mal an. Das ist mega lustig. Und ich habe mich schon gewundert, warum die Bevölkerungszahl so langsam steigt. Und ihr dürft dreimal raten, woran das liegt. Die Stadt ist ja nicht verbunden mit der anderen Stadt. Und der Unterschied zwischen dieser Geisterstadt und unserer ersten ist, wir haben in der ersten Stadt einen Raumhafen. Ohne Raumhafen gibt es kein Bevölkerungswachstum. Und damit, wenn ihr das hier feiert, dass ich Geisterstädte à la China aus dem Boden stampfe, meine Aufforderung an euch, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne mal in die komplette Playlist rein, wenn euch das Spiel interessiert. Und ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von meiner Geisterstadt haltet. Also ich muss sagen, es ist die schönste Geisterstadt seit Xi Jinping. Ohne Witz. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Raumhafen und schauen mal, wie die Bevölkerungszahl explodiert. Wir halten jetzt mal hier die Stufe 4 Bürger im Auge, ja? Ich bin jetzt mega gespannt. So, hier jetzt, pass auf. Jetzt geht das hier richtig ab. Jetzt rockt das hier alles weg gleich, pass mal auf. Raumhafen am Start. So, und ich mach gleich mal hier noch eine Autobahn. Jetzt passt mal auf. Guck mal, da fahren sie schon. Da fahren sie schon rum. Da kommen schon Leute raus, obwohl noch kein Raumschiff gelandet ist. Migranten bereit zum Einziehen. Guckt euch das an. Sie strömen. Und meine lieben Freunde, ihr wisst, was das bedeutet, ne? Ich habe sehr wahrscheinlich die Angebotsseite, was die Güter angeht, jetzt hoffnungslos unterdimensioniert. Weil ich natürlich die ganze Zeit mit einer Geisterstadt gearbeitet habe, was die Zahlen angeht. Und das bedeutet, ja, ich muss jetzt wahrscheinlich schleunigst die Produktion hochfahren. Weil mir sonst nämlich die Gebäude wieder wegbrechen könnten. Das heißt, wir bauen hier schon mal gleich die Chip-Produktion aus, dass wir wenigstens die Haushaltsgeräte schon mal nochmal deutlich boosten, würde ich sagen. Ich muss gerade mal kurz überlegen, machen wir das am blödsten? Die werden ja da von den Kupferanlagen geboostet, warte mal. Können wir die noch ein bisschen auseinanderspacen? Weil dann würde ich das nämlich gerne so machen, damit jeder immer gleichmäßig geboostet wird. Dann machen wir hier den Kram, machen wir mal weg. So, und dann machen wir hier, warte, machen wir die Straße hier lang. Ich habe übrigens eine nette Mail vom Entwickler gekriegt, das ist übrigens ein Deutscher, der sich bedankt hat dafür, dass ich das Spiel zeige. Grüße gehen raus an der Stelle. Ich freue mich übrigens auch schon aufs nächste Update und meine lieben Freunde, es gibt schon auf Steam ein kleines Sneak Peek auf das nächste Update und das nächste Update in diesem Spiel in Infraspace wird Züge enthalten. Da konnte man schon ein erstes Bild sehen von zwei Zügen auf Schienen. Und ich fand, das sah schon ziemlich cool aus. Und ich freue mich schon drauf. Dauert aber noch eine Weile, bis das kommt. Ist erstmal nur eine Vorschau gewesen von dem Modell der Züge. Aber ist auf jeden Fall eine feine Sache. So, jetzt bauen wir mal hier die Dinger auf. Genau, so. Und hier mache ich jetzt auch nochmal den Schniebel weg. So, müssen wir nur schauen. Jetzt haben wir keine Verbindung zu den anderen Gebäuden. Aber ich möchte nämlich gerne hier noch so eine Anlage aufbauen und hier auch noch. Da, wo halt noch geboostet werden kann, sollten wir das dann auch idealerweise tun. So, Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Hier, genau. Nimm mal das hier rüber. Dahin, genau. Warum ist denn das jetzt krumm? Wird schon irgendwie, warte mal, vielleicht kann ich das hier nochmal eindengeln. Muss ich mal gucken. Irgendwie ging das. Hier genau so. Ah! Ist alles noch ein bisschen frickelig. An einigen Stellen. So. Hier genau, so wollte ich das haben, im rechten Winkel.
Und hier machen wir auch noch eine Querverbindung. Wunderbar, wundernice. So, und dann bauen wir gleich nochmal hier so eine Anlage hin. Für die Haushaltsgeräte, genau. Und was soll der Geiz? Wir schieben das hier jetzt einfach mal so ein bisschen noch rüber. Dass wir da auf der anderen Seite noch eine Anlage daneben kriegen, würde ich sagen. So. Da, genau. Wenn das so schön geboostet wird, ja, dann lassen wir das auch mal ordentlich boosten. Wie sie da anhalten. Ihr habt da zwei Spuren zur Verfügung. Ihr müsst da nicht anhalten. Ihr könnt da durchfahren einfach. Nice. Ihr könnt einfach am anderen vorbeifahren. Da, die halten immer hintereinander an, obwohl sie zwei Spuren haben. Das ist ja ein bisschen ein komisches Verhalten. Boah, guck mal. Die Bevölkerungszahl ist schon ordentlich explodiert. Bei 1600 irgendwas waren wir am Anfang. Und jetzt sind wir schon bei 1879. Nicht schlecht. Jetzt wird natürlich die Nachfrage auch explodieren nach den Gütern. Das ist jetzt natürlich so die andere Seite der Medaille auf jeden Fall. Da müssen wir das jetzt im Auge behalten. Weil, also diese Anzeige hier ist jetzt natürlich schwierig, weil die zeigt mehr die globale Nachfrage bzw. Produktion an. Ich brauche ja aber eigentlich eine spezifische Angebots-Nachfrage-Statistik für die jeweilige Stadt, weil die ja voneinander unabhängig sind. Das heißt, Angebot und Nachfrage gleicht sich hier ja nicht untereinander aus. Beziehungsweise das Angebot gleicht sich hier nicht untereinander aus. Wenn ich hier keine Verbindung untereinander habe, dann sind die ja separat voneinander, die Nachfrage- und Angebotsketten. Das bedeutet, jetzt muss ich quasi zwei verschiedene Städte separat auf dem Schirm behalten. Das ist gar nicht so einfach. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Wie sieht es mit dem Strom aus? Strom ist auch noch genug Reserve da. Ich baue trotzdem schon mal in vorauseilendem Gehorsam hier hinten noch weitere Kraftwerke auf, weil ich glaube, dass wir das durchaus demnächst brauchen werden, den Strom. Wenn wir jetzt hier exponentiell wachsen sollten, beim Verbrauch auch, und wenn wir jetzt die Anlagen ausbauen müssen für die Produktion. Hier zum Beispiel kommen nicht hier noch Chips an. Ich habe hier schon mal offscreen die Straßen auch doppelspurig teilweise schon gemacht hier, die so zwischen den Anlagen durchführen. Einfach um die Menge der Fahrzeuge zu erhöhen, die da gleichzeitig fahren können. Damit einfach, ja, damit das einfach schneller geht mit dem Beliefern. Ja, und Nanoröhren, wir sehen es, sind leider nicht genug am Start. Das ist ein bisschen ein Problem für unsere Forschung. Es bremst uns momentan ein bisschen bei der Forschung aus, wenn es darum geht, die Superautobahn zu erforschen. Da müssen wir mal gucken, dass wir noch mehr Nanoröhren jetzt produziert kriegen. Ich habe jetzt hier auch schon mehr Chip-Produktionen gebaut. Halbleiter sind echt sehr stark nachgefragt hier gerade. Aus verschiedensten Gründen. Wir brauchen sie für die Computerproduktion. Wir brauchen sie aber genauso auch für die Nanoröhren. Nicht wahr? Genau, also wir brauchen die Chips halt, ne? Chips, Sand und Nanoröhren, beziehungsweise, genau, Neuronalprozessoren, so rum. Dafür brauchen wir Nanoröhren, Sand und Mikrochips, genau. Und wir brauchen genauso viele, ne, wir brauchen ein bisschen mehr Nanoröhren als Neuralprozessorenfabriken. Ich baue trotzdem schon nochmal eine Neuralprozessorfabrik. Baue ich jetzt einfach mal hier hin und ich drehe das jetzt einfach mal so ein bisschen. Dass wir das so einreihen hier wieder. Schön so in einer Reihe. Das ist mal eine Produktion. Ich sag's euch, meine lieben Freunde. Das kann sich sehen lassen. Hier vorne könnte man noch eine bauen. Müssen wir mal schauen, ob da das Angebot jetzt reicht an Nanoröhren. Hier ist es nämlich schön geboostet, wenn wir es da vorne hinsetzen. Hier kommt ein bisschen wenig rein an Mikrochips noch. Ich meine, man könnte natürlich auch überlegen, jetzt haben wir zwar hier diese große Chip-Produktion, man könnte natürlich auch überlegen, hier noch eine zweite zu bauen an sich, ne? Genau, da braucht man Sand und Platinen. Könnte man hier, oder haben wir hier eigentlich noch eine Kupferquelle gehabt? Da wäre noch eine Kupferquelle. Man könnte hier noch eine Platinenproduktion, genau. Damit von hier auch noch ein bisschen ein paar Chips kommen. Weil die Produktion von Chips ist ja mehr für unsere Computerproduktion gedacht. Genau, lass das mal gleich machen. Das ist eine gute Idee. Eine ganz, ganz ausgezeichnete Idee ist das. Also wir machen das am besten direkt mal mit einer Autobahn. Oh, guck mal, wie teuer so eine sechsspurige Autobahn ist. Schon krass. Aber wir haben es gerade, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. So. Genau, und dann bauen wir da nämlich da oben eine zweispurige Straße. Einfach mal entlang dem ganzen Spaß. Und machen das jetzt mal so.
Und dann bauen wir hier eine Straße. Einfach mal so. So, genau. Und dann bauen wir da schon mal hier die Minatoren auf. Bisschen in einem Abstand. Und dann hier nochmal eine Eisenmine, eine große. Ah, geht gar nicht so richtig, merke ich gerade. Warte mal, da müssen wir mal die Straße noch ein kleines bisschen nach unten schieben. Sonst können wir das nicht machen. So. Jetzt müssen wir ja die Eisennachfrage auch stärker befriedigen. Ah, da fehlt Strom. Ja, haben wir gleich. Zieh da mal bitte von dort einen Strom hier rüber. Oder warte, wir machen da in die Mitte einfach ein Umspannwerk noch hin. Sekunde. Hier so. Es braucht ja keine Straßenverbindung. Na? Schön verbinden hier. Will er irgendwie gerade nicht. Jetzt hat. So, haben wir Umspannwerk. So, und jetzt machen wir hier nochmal eine Straße. So, raste mal bitte den Straßenwinkel mal bitte nicht ein. Ich will den mal freisetzen gerade. So. So, genau. Der Überschuss kann dann hier lang. Von dem Kupfer. Und das, was wir jetzt für die Produktionen brauchen, das kommt dann hier hin, genau. Sehr nice. So, warte. Dann brauchen wir jetzt natürlich erstmal die Dinger. Die sind jetzt natürlich nicht geboostet, aber ist jetzt auch real. Ah, da drüben fehlt noch Strom. Müssen ja nur genug davon bauen, warte. Ich meine, man könnte es auch hier hinbauen eigentlich, ne? Sehe ich gerade. Oder direkt, direkt da dran. Warte, ich glaube, ich verschiebe die nochmal. Warte mal, wir machen das so. Ja, genau. Lass das mal da hinstellen. So. Geht da noch einer hin, der noch geboostet? Warte mal, können wir das so machen? Dann kriegen wir mehr nebeneinander noch. Mach mal das Strom-Overlay aus. Das irritiert mich gerade maximal. Oh, was ist denn hier? Guck mal, hier fehlen auch Platinen. Da müssen wir auch mal zusehen noch, dass wir da vielleicht auch noch Platinen hinkriegen. Viel mehr noch. Mehr Platinen. Nein. Da, genau so. Sauber. So, hier auch noch. Nehmen wir jetzt die hier rüber. Da wird das nämlich dann verteilt zwischen den Anlagen. Dann kriegen wir den Boost für die Platinen. Wir müssen pusten. So. Genau, und dann machen wir hier nämlich nochmal Halbleiter. Die machen wir direkt dahinter mit Querstraßen. Das machen wir quasi dann. Jetzt ist da der blöde Mast wieder im Weg. Moment. Immer sind diese Masten im Weg. Ich zieh die mal da so nach hinten. Warte, so. Zack. Und zack. Sehr gut. Ah, da ist ja noch einer. Da ist noch einer, der sich weggeschlichen hat hier. Das geht ja mal gar nicht. So. Hier haben wir leider ein Problem mit dem Abstand. So, genau. Dann macht man hier jetzt die Chip-Produktion. Warte. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Jawohl. Nein, so nicht. Sand. Genau, Sand wird noch gebraucht. Genau, dann macht man hier noch eine Querstraße. Gerne auch doppelt. Es wird hier richtig eskaliert, meine lieben Freunde. Ah, schade. Warte, ich weiß, wie ich das machen muss. Ich brauche mehr Platz. Mehr Platz wird gebraucht. So, hier, gib mir das. Nein. Ah, doch. Doch. Nein, warte, ich muss das doch verschieben noch. Platzierungs... was habe ich da gemacht? Okay, keine Ahnung. Dann machen wir es halt so. So. Sand. Immer noch Sand wird gebraucht. So. So. Ah! Die sind aber auch groß, die Farm, die Minatoren da. Gar nicht so einfach. Sand, Sand, Sand. So, jetzt werden die Anlagen hier nämlich nochmal von den Sandproduzenten geboostet. Und das ist eigentlich gar nicht schlecht. Wir wollen ja immer schauen, dass möglichst der Boost möglichst hoch ist, ja? So, dann können wir ja... Ne, können wir nicht. Doch, warte mal, wir können... Moment, wenn ich die andersrum drehe, wenn ich hier die Autobahn mache und die andersrum drehe, dann boosten die trotzdem, oder? Ich glaube schon. Warte mal, ich probiere das mal gerade. Also quasi das hier zur Autobahn machen. Das hier zur normalen Straße machen.
So. Und dann die Anlagen einfach umdrehen. Okay, die brauche ich nicht umdrehen, aber die hier. Das müsste trotzdem noch den Boost auslösen eigentlich. Jawohl. Ah! Ich muss aufpassen, wenn ich mit dem Verschieben-Tool klicke, dann verschieben die Gebäude sich dann immer direkt. Ja, guck mal, es boostet trotzdem. Ja, schade, der ist nicht mehr geboostet. Aber die anderen sind alle noch, soweit es geht. Und der hier leider nicht. Die meisten sind geboostet. Nice. Okay, sauber. Können wir so gelten lassen, glaube ich. Hier wird es auch noch lustig, aber ich lasse die jetzt erstmal noch weg. Ich mache da jetzt erstmal keine Halbleiter. Hauptsache, die Halbleiter von hier werden jetzt hierhin transportiert, damit die Produktionen schön durchlaufen können. Wie sieht es mit der Nachfrage aus? Oh mein Gott, wir brauchen definitiv viel mehr Computer. Aber ich glaube, die Nachfrage, die erhöhte, kommt jetzt tatsächlich von hier drüben. Das heißt, wir müssen, glaube ich, hier jetzt eher noch ausbauen. Weil ich jetzt, weil ich ja hier jetzt die Bevölkerung hochgetrieben habe, indem ich da jetzt den Raumhafen gebaut habe, ja. Das muss ich ja natürlich jetzt auch wieder mit einpreisen hier. So, das heißt, wir gehen hier nochmal ordentlich hoch mit der Produktion. Machen hier mal noch, genau, noch hier noch so eine Produktion. Hier hätte ich die natürlich auch eher so querstellen sollen, weil das wäre wahrscheinlich da auch schlauer gewesen. Dann hätte ich hier mehr Anlagen noch hingekriegt, die dann wieder von den Förderanlagen geboostet werden. Ja, hinterher ist man dann halt immer schlauer, ne, irgendwie. Die verbinden sich ja dynamisch mit der daneben liegenden Straße. Und wir brauchen außerdem auch noch eine breitere Straße, sehe ich gerade. Das müssen wir hier auch machen, weil da ist der Verkehr ja extrem hoch. Guckt euch das mal an. Das geht ja mal gar nicht hier. Genau, lasst das mal so machen. Damit die da schneller durchkommen. Sehr nice. Genau, da wird Aluminium gebraucht. Das müsste ja von hier eigentlich kommen. Von hier oben. Müsste eigentlich so sein. So, was fehlt jetzt? Hier fehlt jetzt, glaube ich, der Park. Da müssen wir nochmal einen Park bauen. Ich glaube, das ist hier unten die Nachfrage. Das glaube ich nicht in unserer Hauptstadt. Unsere Hauptstadt wächst ja gerade nicht, also unsere Zentralstadt. Wenn eine Nachfrage nach Gütern entsteht, die von den Bürgern verzehrt werden, dann liegt das, glaube ich, vor allem hier an dem Gebiet. Das heißt, ich baue jetzt hier noch einen Park, damit sich das auch ein bisschen verteilt. Und dann sollte das passen. Wie sieht es denn einwohnertechnisch jetzt aus? Oh, 2244 Bürger haben wir jetzt schon auf der Stufe. Jetzt haben wir die Menge, die wir brauchen, um, wenn wir in die nächste Stufe wollen, dass wir die dann aufrüsten auf Stufe 5. Aber uns fehlt ja noch ein ganz wichtiger Teil. Uns fehlt ja dafür noch die Roboterproduktion. Die Heimroboterfabrik, genau. Das heißt, wir müssen hier in der Gegend auch wieder mehr produzieren. Und zwar, wir brauchen Motoren. Wir brauchen auch wieder Nanoröhren. Nee, doch, ja doch. Wir brauchen Nanoröhren und Neuralprozessor. Und mehr Chips. Oh mein Gott, meine lieben Freunde. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wo hatte ich jetzt hier Kupfer? Okay, Kupfer hatte ich hier. Wir müssen mal dringend die Chip-Produktion, also die Halbleiterproduktion besser gesagt, die müssen wir jetzt nochmal ausbauen hier. Die ist einfach immer noch unterdimensioniert. Jetzt müssen wir mal schauen, wie weit kann ich hier hoch? Ich kann mit der Straße leider nicht so weit nach oben gehen, leider. Okay, das ist das höchste aller Gefühle, wie ich hier noch nach oben schieben kann, das Ganze. Nee, so richtig verschieben kann ich das hier leider nicht mehr. Dann müssen wir das hier nach unten verschieben. Okay, warte. Ich mach das jetzt einfach, weil sonst kann ich die Dinger, glaube ich, nicht querstellen, oder? Weil ich probiere es mal kurz. Nee, das klappt nicht, siehst du? Da brauchen wir mehr Platz dazwischen. Okay, ist aber kein Problem. Wir müssen das einfach nur nach unten ziehen ein bisschen. Das ist wieder der Vorteil von diesem dynamischen Ziehen. Das finde ich deutlich praktikabler als zum Beispiel bei sowas wie Transport Fever. Es ist manchmal zwar ein bisschen frickelig, aber du kannst halt da solche Korrekturen halt relativ schnell machen, ja. Du musst da jetzt nicht irgendwie noch ewig die Gebäude wieder abreißen und, also, neu setzen und so. Du drehst es halt einfach. So, weil guck mal, da kriegen wir doch locker nochmal ein Viertel mehr von den Dingern hin, würde ich jetzt schätzen. Oder, ach, was sage ich, wahrscheinlich sogar die doppelte Menge kriegen wir da wahrscheinlich unter. Und sie sind halt geboostet, ne? Das ist halt ganz wichtig. Es geht ja dabei darum, dass möglichst viele Gebäude von dieser Chip-Produktion möglichst hoch geboostet werden.
Weil wir davon ja eine ordentliche Menge dann auch brauchen, letztendlich. So, guck mal, wie viel Platz da jetzt noch ist. Der absolute Wahnsinn. Da muss man wirklich ein bisschen auch schauen. Das ist, finde ich, so ein bisschen die Herausforderung von dem Spiel, dass man so ein bisschen schaut, dass man die Gebäude effektiv anordnet. Okay, hier ist Ende, aber wir können ja hier noch welche hinstellen, so ein bisschen. Dazwischen, genau, man könnte dazwischen noch welche bauen, fällt mir gerade mal so auf. Also hier so dazwischen. Dann sind die immer von jeweils zwei Anlagen geboostet. Dann müsste ich nur das hier noch ein bisschen rüberschieben vielleicht. Wie weit kann ich denn, warte, oh Gott, jetzt habe ich mir irgendwas gedrückt. Wie weit kann ich das denn rüberschieben? Okay, ich schiebe das hier mal so ein bisschen rüber. So, warte, dann setzt man da mal eins dazwischen. Nice, hier setzen wir auch schon mal eins. Achso, da ist der Strommast, warte. Den müssen wir mal wegschieben. Zumindest so ein kleines bisschen. So. Ja, nice. Das sieht schon mal gut aus. Oh Gott, was kommt denn da für eine Karawane? Ach, das ist das Eisen, wa? Stimmt, das ist das Eisen. Da müssen wir natürlich dann gucken, ne? Macht mal hier noch ein Upgrade für die Straße hier, dass die noch... Oh Gott. Warte, das habe ich jetzt nicht bedacht. Je breiter die Straße, desto mehr Abstand müssen die Schniebel voneinander haben. Das ist immer so ein bisschen das Ding. Oh Gott, Stau. Das ist mal ein Mega-Stau, wa? Warte mal, kann ich das zufällig mit einem Straßen-Upgrade hier noch... Ah, das ist wieder zu wenig Platz. Warte. Welche? Ah. Ja, das ist so einfach. Also auch unterm Strich ist es, glaube ich, gar nicht so schwer tatsächlich. Aber man muss es dann halt auch richtig hinkriegen. Hier, warte. Schieb das Ding mal noch dahin. Das wollte ich eh noch ein bisschen rüberschieben, genau. Warte, mach das so. Und dann da noch ein Gebäude dazwischen. Geht das? Ja, nice. Und hier geht noch eins hin. Und den Schniepel müssen wir versetzen da. Warte. Bisschen mehr so dahin, genau. Und den hier. So. Und so, genau. Jetzt haben wir es. Nice. Jetzt haben wir da eine breite Straße. Ganz, ganz viele Produktionsanlagen, die alle geboostet sind. Ah ja, und jetzt muss ich die Dinger hier natürlich noch... Guck mal, die sind jetzt auch geboostet. Sehr nice. Oh, wieder eine ganze Armee von Fahrzeugen rauskommt, um die Güter zu verteilen. Nicht schlecht. Warte, dann bau gleich noch eine weitere Anlage hier hin. Gut, so, dann haben wir jetzt erstmal eine ordentlich große Menge an Platinenproduktion für den Spaß. Vielleicht sollten wir hier sogar noch eine weitere Eisenmine noch bauen. Hier können wir das doch auch so machen, guck mal. Es ist natürlich vom Platz her ein bisschen schwierig hier, ne? Also noch schwieriger als an der anderen Stelle. Weil wir hier diesen blöden Stein noch haben, der im Weg ist. Aber ich sag's mal so, wenn wir schon mal zumindest das Spacing von den Anlagen schon mal ein bisschen verändern noch. Hier, genau, das müssen wir nochmal drehen jetzt. 2350 Leute, alter Schwede. Das wächst hier jetzt aber richtig über den Kopf, kann man fast sagen. Hm, ich überlege gerade. Es wäre wahrscheinlich am sinnvollsten, die Dinger noch ein bisschen weiter in die Quelle reinzuschieben. Warte mal, das geht ja. So. So weit, wie es geht. Guck mal, die können sich sogar so weit da nach hinten connecten. Das ist ja der Wahnsinn. Hier, das muss noch ein Stückchen nach vorne. Ja, da ist jetzt wieder der Elon im Weg. Der Elon-Mast ist immer im Weg. Ich sag's euch. So, hier. Nice. Und jetzt schieben wir die Schniepel nach vorne. Ah, das muss auch noch weg. Sehr gut. So, und jetzt können wir die Dinger hier nämlich drehen wieder. Unglaublich. Das ist doch der Wahnsinn. Es müsste irgendwie noch eine Funktion geben, dass man die im 90-Grad-Winkel drehen kann. Das fände ich noch ganz cool. Weil dann würde es quasi dazu führen, dass man die auch so ganz schnell hinbaut. Weil so muss man die immer erst drehen. Und das Drehen dauert halt immer so ein bisschen lange.
Ist vielleicht eine gute Idee. Und so kann man dann den Platz schneller noch effektiver nutzen. Genau, sehr schön. Wunderbar. Warte mal, wenn wir hier die Straße lang ziehen. Wenn wir das quasi... warte, warum geht das jetzt nicht? Wegen dem Stein, wa? Der Stein ist, glaube ich, schuld. Ja, der Stein ist schuld. Aber an sich, warte, wir brauchen die Straße da auch gar nicht lang ziehen. Wir können das hier auch einfach so machen, direkt. So. Hier ist noch so viel Platz, den wir noch nutzen können. Für Anlagen. Und geboostet sind sie da sogar auch. Sehr schön. Wunderbar. Ich glaube, das hier mache ich mal so ein bisschen noch zur Autobahn, oder? Ja, guck mal, die Farmen hier, die brauchen wir ja da an der Stelle jetzt nicht. Oder beziehungsweise, die können wir auch anders ausrichten. Die können wir hier ausrichten. Die können wir hier ran ausrichten. Und dann mache ich hier eine Autobahn draus. Eine große. Weil, dann können die nämlich das Eisen und den Kupfer viel schneller verteilen untereinander. Okay, hier müssen wir mal gucken. Da brauchen wir eher noch eine Nebenstraße. Genau, wenn wir das hier nämlich so machen, dann kommen die hier schneller hin. Weil das ist ja jetzt schon wichtig. Guck mal, hier wird das Kupfer produziert und hier das Eisen. Und das muss ja wieder untereinander auch ausgeglichen werden. Das muss ja pendeln können, nicht wahr? So, wie sieht's aus? 2389 Nasen schon hier. Nicht schlecht. Meine lieben Freunde, die Stadt wächst. Wie sieht es mit der Angebot und mit der Nachfrage aus? Okay, Computer sind immer noch zu wenig hier. Da machen wir mal noch eine Computerfabrik jetzt schon mal direkt. Warte, das müssten wir uns eigentlich leisten können jetzt hier. Guck mal, genau, wenn wir das hier... Ja, wenn wir die hier hinsetzen, komm. Sauber, dann ist die schön geboostet, nice. Und dann kriegt die auch ordentlich Halbleiter. Wunderbar. Genau, und hier die Verarbeitung von den Nanoröhren. Die wird, glaube ich, noch gar nicht richtig genutzt. Also, genau, hier, Nanoprozessor, Nanoröhren. Genau, also, ja, guck mal, wir brauchen immer zwei Anlagen von den Kohlenstoff-Nanoröhren für eine Fabrik von den Neuroprozessoren, genau. Das heißt, wir müssen das, wenn dann, muss auch mal gucken, von was wurden die eigentlich nochmal, wurden die nicht von Sauerstoffproduktion auch geboostet? Ah, guck mal, von Sand und von, genau. Warte, wir machen das jetzt mal gleich. Wir machen das mal besser jetzt. Wo war jetzt hier? Genau. Lass mal das hier rüberziehen so. Dann haben wir das auch gleich angeschlossen an zwei Autobahnen. Und dann lass das hier auch nochmal so rüberziehen. Dann haben wir auch das gleich an zwei Autobahnen dran. Und dann bauen wir hier nämlich gleich mal... Tralalalalala. Wo war es jetzt hier? Da, genau. Dann bauen wir jetzt hier noch so ein Ding. So. So. Ah, genau, warte. Ich weiß, wie wir das machen. So. Das machen wir wieder im Wechsel. Immer zwei von den Nanoröhrenproduktionen, die eine Produktion von den Prozessoren-Sandwichen sozusagen. Aber ich sehe gerade, das passt da nicht, wa? Ja, okay, das passt da nicht. Das müssen wir auf die Seite machen. So, und dann gegenüber vielleicht noch irgendwie eine Sandproduktion noch. Das wäre noch ganz gut. Guck mal, wie das gleich geboostet ist. Wie sich das gleich gegenseitig boostet. Genau, und dann dahinter... Genau, warte, da machen wir dann nochmal Sauerstoff. Achso, geht nicht hier. Okay, warte, da muss ich das nochmal vorziehen. Da muss ich das nochmal in die andere Richtung ziehen hier. Sonst kriegen wir das da nicht hin. Schniepel! Total weggeschniepelt hier alles. Genau, so müssen wir es machen. Bisschen höher noch. Kleines bisschen. Da fehlt so ein bisschen so ein Indikator, finde ich. Dass man so ein bisschen noch die Abstände ein bisschen besser erkennen kann. Wie weit man das ziehen muss, um bestimmte Gebäude da hinsetzen zu können. Noch, dass da noch Platz ist. So. 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 So, das müsst ihr... Genau, guck mal. Dann sind die nämlich auch geboostet. Dann setze ich jetzt lieber die noch hier hin. Das... Auch. So. Und das auch. So. Dann noch eins daneben. So. Dann da noch eins hin.
So. Und dann da noch eins hin. Genau. So, jetzt haben wir schon mal die Nanoröhren noch ein bisschen ausgebaut. Jetzt brauchen wir aber noch die Motoren. Da brauchen wir Stahl und Kupfer. Das heißt... Die haben wir hier schon, sehe ich gerade. Die haben wir schon. Okay, Moment. Was brauchen wir noch für die Roboter? Wir haben die Motoren, wir haben die Nanoröhren, wir haben die Platinen und wir haben eigentlich alles. Okay. Pass auf. Ich schätze mal, die werden geboostet. Genau, die werden von den Dingern geboostet, von den Neuralprozessorfabriken. Und die werden aber auch hiervon geboostet. Da wir von denen hier wahrscheinlich mehr brauchen in einer Reihe als von denen und die auch enger zusammenbauen können, wegen Stahlproduktion boostet Motorenproduktion, machen wir einfach die Heimroboterfabrik direkt da drunter, würde ich sagen. Da wir da sehr viele Güter hinliefern müssen, müssen wir aber die Zweigstraße doppelt oder eigentlich sechsspurig bauen wieder. Würde ich sagen. Müssen wir nur schauen, da müssen wir wieder den Schniebel richtig hinziehen hier. Der Schniebel ist problematisch. Warte mal, mach das mal weg. Und dann zieh das mal nochmal hier rein. Dann sparen wir uns einfach den Mittelschniebel. Man kann den Schniebel auch einfach entfernen, meine lieben Freunde. Stellt euch das mal vor. Das ist auch eine einfache Lösung eigentlich für das Problem. Dann hat man keine Sorgen mehr. Da muss man sich um viele Dinge keine Gedanken mehr machen, wenn man den Schniebel einfach wegmacht. So, jetzt hier. Fabrik 1. Fabrik 2. Fabrik 3. Und damit haben wir die Produktion gestartet. Von den Haushaltsrobotern. Nice. Oh mein Gott, guckt euch das mal an, wie viele Autos da fahren. Okay, wir machen hier noch eine Autobahn draus. Autobahn. Genau. Scheint mir sehr wichtig zu sein, wenn ich mir das hier so angucke. Da staut sich ja doch einiges. Da kommt das Alu. Genau, das dauert jetzt natürlich ein Mühchen, bis das soweit ist, bis das richtig hochfährt hier, die Produktion. Aber wir sehen schon, guck mal, die drei Fabriken führen schon ganz gut dazu, dass unser gesamter Bedarf gedeckt ist. Das heißt, wenn wir an der anderen Stadt auch noch drei Fabriken an den Start kriegen, dann müssten wir das eigentlich locker hinkriegen. Jetzt müssten die eigentlich auch bald, wenn hier die ersten Roboter ausgeliefert werden, aufsteigen. In die nächste Bürgerstufe hier. Da müssten wir eigentlich bei Stufe 5 sein, normalerweise. Weil die Roboter waren das Einzige, was noch gefehlt hatte. Wie sieht es denn jetzt hier mit der Forschung eigentlich aus? Okay, die hier läuft, aber wir hatten hier noch ein Platinenproblem, oder? Ah, ne, guck mal. Wir haben tatsächlich kein Platinenproblem hier mehr. Das wurde jetzt gelöst. Hält uns aber natürlich nicht davon ab, noch mehr Platinen zu bauen, nicht wahr? Zum Beispiel hier. An der Stelle können wir noch ein paar Anlagen diesbezüglich bauen. Müsste man eigentlich auch wieder so quer machen. Genau. Müsste man eigentlich machen. Mach jetzt aber nicht. Sand und Eisen, genau. Haben wir hier noch eine Eisenquelle? Ah ja, hier ist ja eine Eisenquelle, genau. Ha. Könnte man vielleicht auch gleich Platinen produzieren. Oh, guck mal, da ist ein Stau. Warte mal, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Lass mal da upgraden hier. Hoffentlich klappt das da jetzt. Ah, okay, warte. Der muss ein bisschen versetzt werden hier, der Kamerad. So, jetzt. Warte, dann mach hier auch noch ein Upgrade. So, so und so. Genau, damit die hier schneller wegfahren können wieder. Damit sie sich nicht so stauen immer. Ja, wunderschön. Läuft. Ja, hier fehlen halt noch Neuronalprozessoren. Aber Nanoröhren fehlen scheinbar nicht. Das scheint auszureichen, wenn ich mir das hier so angucke. Zumindest bleiben hier die Anlagen nicht stehen. 132% Effizienz, 2 Megawatt. Wie sieht es mit dem Strom aus? Strom, oh, guck mal, gut, dass wir ausgebaut haben nochmal, würde ich sagen. Genau. Und, haben wir hier schon ein Upgrade? Ah, ich glaube, guck mal, ich glaube, jetzt werden die Roboter ausgeliefert. Ich glaube, diese kleinen lila... Ja, Heimroboter! Wohngebäude steigt gleich auf! Der Countdown läuft! Wir haben's! Nice! Einbahnstraßen sind besser, die Fahrzeuge fahren eh nie zurück. Stimmt! Oh, guck mal, die Gebäude werden groß! Stufe 5, meine lieben Freunde, Stufe 5!
Oh, wie schnell das geht. Guckt euch das an. Eine Welle des Upgrades. Eine Welle des Fortschritts schwappt durch das Land. Nice. Guckt euch das doch an. Jetzt steigt natürlich da auch wieder die Nachfrage. Und wir sehen jetzt, die nächste Stufe an Bürgern verlangt nach VR-Edutainment und nach einer Schule. Okay, nice. Aber das sollte doch hoffentlich leicht zu befriedigen sein. Das klingt mir mehr nach so Gebäuden eigentlich. Dann müssen wir wahrscheinlich hier, Großstadt, genau. Da müssen wir Schulen erforschen und Holodisplays, schätze ich mal. Das wird wahrscheinlich etwas komplizierter zu beschaffen sein. Aber Schulen können wir, glaube ich, relativ schnell bewerkstelligen, würde ich jetzt mal behaupten. Neues. Es ist der Wahnsinn! Es ist der Wahnsinn. Es ist wieder so, dass, dass zuerst die Gebäude Gebäude beliefert werden, die näher dran sind an der Produktionsstätte. Ich glaube, wir müssen mal noch mehr Sauerstoffproduzenten hier bauen. Irgendwie ist das hier mit dem Kohlenstoff zu wenig. Kommt nicht hier noch rein. Warte, dann machen wir hier noch welche hin jetzt. Oh, und Sand fehlt auch. Okay, Sand. Warte, Sand. Sand geht immer. Mal warte mal so. Genau. Schön gegenüber. Dann wird er, glaube ich, auch nochmal ein bisschen zusätzlich geboostet. Der Boost ist echt eine coole Sache, muss ich sagen. Es ist eine coole Mechanik. Weil du echt da ein bisschen dann auch überlegst, wie du die Gebäude halt platzierst. Ist halt ein bisschen mehr so die strategische Art und Weise, an sowas ranzugehen, ne? Ist ein bisschen anders, als wo jetzt zum Beispiel bei einem City Skylines, wo du ja vor allem auch so ein bisschen eher auf gestalterisches Bauen gehst. Das hier legt schon den Fokus ein bisschen mehr darauf, dass du das strategisch nutzt, was dir gegeben wird, so ein bisschen. Also, dass du auch den Platz strategisch nutzt halt, ne? Weil je effizienter du die Gebäude miteinander mit ihrem Boost kombinierst, desto mehr kannst du halt rausholen. Das finde ich ist eigentlich ein ganz cleveres System so. Nicht schlecht. Die Schule ist leicht, aber die Produktionskette für VR ist übel. Ja, ich habe schon gesehen, da war ganz schön noch was an Abhängigkeiten da. Müssen wir mal gucken, ne? Aber das ist eine geile Herausforderung irgendwie. Auf jeden Fall, wie sieht's aus? Wir haben jetzt schon 18 Bürger in Stufe 5 immerhin. Wir haben auch gerade wieder das Problem, dass hier keine einziehen, aber das liegt wahrscheinlich eher daran, dass wir hier immer noch... Also dass der eine Raumhafen, glaube ich, ein bisschen lange braucht, um hier die Bürger hinzuliefern. Immigrationsrate niedrig, was? Okay, lass deine Habitats aufsteigen. Was? Wieso ist die Immigrationsrate niedrig? Hier sind immer noch leere Häuser am Start, Leute. Das kann gar nicht sein. Das ist doch völlig unmöglich. Das geht doch gar nicht. Wie sieht es mit der Nachfrage aus? Ah, uns fehlen wieder Parks, wie es aussieht. Okay, das kann nur hier sein. Das kann eigentlich nicht in der anderen Stadt sein. Park, Park, Park. Hier, wir bauen mal hier noch einen Park. So. Da ist ja eh der Raumhafen auch noch. Genau, was fehlt noch? Ja, Heimroboter halt, ne? Aber das ist, glaube ich, ja, das bezieht sich ja auf beide, würde ich jetzt vermuten. Die Nachfrage, oder? Wie fandest du das Zugdesign, das kommen soll für das Game? Das Zugdesign für das Spiel hier fand ich ganz cool, tatsächlich. Hat so eine Mischung aus Güterzug und Schnellzug. Das sieht irgendwie cool aus. Und an der Stelle endet diese Folge Infraspace. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne auch in die komplette Playlist rein, die hier an dieser Stelle verlinkt ist. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen über die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Infraspace, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao!